Es war aber nah, das Fest der süßen Brot, das da Ostern heißet. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten trachteten, wie sie ihn töteten und furchten sich vor dem Volke. Es war aber der Satanas gefahren in den Judas, genannt Iskariot. Der war aus der Zahl der Zwölfe, und er ging hin und redet mit den hohen Priestern und mit den Hauptleuten, wie er ihn wollte ihnen überantworten. Es kam nun der Tag der süßen Brot, auf welchen man musste opfern das Osterlamm. Und er sandte Petrus und Johannen und sprach: Geht hin, bereitet uns das Osterlamm, auf das wir's essen. Aber sprachen zu ihm:
gepflasterten Saal zeigen, das selbst bereitet es. Sie gingen hin und fanden, wie er ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Osterlamm. Und da die Stunde kam, setzte sich nieder und die 12 Apostel mit ihm, und sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlanget, das Osterlamm mit euch zu essen, ehe denn ich See you.
ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das Tod zu meinem Gedächtnis.
desselbigen gleichen auf den Kelch nach dem Abendmahl und sprach: Was ist der Kelch, das Neue Testament in meinem Blut, was für euch vergossen Thank you.
Menschen Sohn gehet ihm, wie es beschlossen ist. Doch wehe dem selbigen Menschen, durch welchen verraten wird. Und sie fingen an zu fragen unter sich selbst, welcher es doch wäre unter ihnen, der das tun würde.
Dass ihr
vor ihnen her und nahte sich zu Jesu, ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm: Judas, verrätest du des Menschen Sohn mit einem Kuss? Thank you.
bekräftigte sein anderer und sprach: Wahrlich, dieser war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und einsbald, da er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah.
Thank you.